So, wunderschönen guten Tag. Ich möchte Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz der Partei Die Linke begrüßen. Neben dem Parteivorsitzenden Martin Schoedewan haben wir heute Didim Aydurnuş, unsere promovierte Klimaexpertin aus dem Parteivorstand, mit dabei. Und es wird um die Themen Bürgergeld und Ungleichheit, Zusammenhalt der Gesellschaft gehen und natürlich um das große Ereignis, die Klimakonferenz COP27. Und damit möchte ich das Wort auch gleich an Martin Schoedewan übergeben. Vielen Dank und vielen Dank für Ihr Erscheinen und Ihr Interesse. Die Ungleichheit in Deutschland hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv zugenommen. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat keine nennenswerten Vermögen. Die reichsten 10% der Bevölkerung besitzen 67% des gesamten Privatvermögens. Das reichste Prozent der deutschen Bevölkerung verfügt über 35% des gesamten Privatvermögens und die reichsten 0,1% der Bevölkerung verfügen über bis zu 20% des Privatvermögens in Deutschland. Und in diesem Rahmen der Ungleichheit müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was hält die Gesellschaft in ihrem Innersten überhaupt noch zusammen? Und da kommt Friedrich Merz mit seinen populistischen Angriffen auf die sich in Grundsicherung befindlichen Menschen, mit seiner Schmutzkampagne gegen Arme um die Ecke. Die Union bekämpft mit dieser Kampagne nicht die Armut in diesem Land, sondern bekämpft die Armen. Der Systemwechsel, von dem Herr Merz redet im Bereich Hartz IV, im Übergang zum Bürgergeld, ist eine reine Chimäre, die er sich ausgedacht hat. Auch das Bürgergeld wird nicht dazu beitragen, dass die Arbeitslosen, die sich in Grundsicherung befindlichen Menschen, tatsächlich von Armut befreit werden. Das ist eine absolute Scheindebatte, die wirklich perfide auf dem Rücken der Ärmsten der Gesellschaft an dieser Stelle ausgetragen wird. Hier werden diejenigen, die wenig haben, in Stellung gebracht gegen diejenigen, die gar nichts haben. Das ist der völlig falsche Weg, auch angesichts der Zahlen, die ich eingangs genannt habe. Es geht darum, dass wir sowohl höhere Löhne, insbesondere im Niedriglohnsektor, brauchen in Deutschland, damit die Menschen gut von ihrer Arbeit leben können, damit die Menschen gut durch den Monat kommen, damit sie auch keine Existenzsorgen haben müssen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die sozialen Sicherungssysteme. Auch hier müssen die Sätze entsprechend angehoben werden, dass ein Leben in Würde und ohne Armut möglich ist. Uns schwebt vor, als Linke, dass die Mindestsicherung natürlich sanktionsfrei sein muss, dass sie in einem ersten Schritt auf den auch von den Sozialverbänden vorgeschlagenen Satz von 678 Euro angehoben wird und perspektivisch aber wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Deutschland von 1200 Euro haben werden. Erstmal zu diesem Punkt. Der zweite Punkt, Weltklimakonferenz. Ich finde, es ist höchste Zeit. Wir haben gehört, dass die letzten 8 Jahre die heißesten Jahre in der Geschichte der Menschheit, zumindest seit Aufzeichnung des Wetters und der Temperaturen waren. Es ist höchste Zeit, dass die Weltklimakonferenzen nicht nur warme Worte oder heiße Luft produzieren, sondern tatsächliche Ergebnisse, dass an der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens aktiv gearbeitet wird. Dass allerdings ausgerechnet Ägypten der Austragungsort der COP27 der Weltklimakonferenz ist, besorgt uns ein bisschen oder zumindest regt das an, darüber nachzudenken, wer unsere Partner sind bei der Arbeit daran, das Klima zu schützen. In Ägypten sitzen derzeit 60.000 politische Gefangene in Gefängnissen, 60.000. Einige davon sind in den Hungerstreik getreten. Es gab auch bereits die ersten Todesfälle. Und ich finde, dass die Bundesregierung und Herr Scholz befindet sich ja gerade auf dem Weg nach Ägypten, eindeutig klar machen muss, dass die ägyptische Regierung, das ägyptische Regime die Verantwortung dafür trägt, dass es keine weiteren Todesopfer gibt und vor allem aber auch die Verantwortung dafür trägt, die politischen Gefangenen aus den Gefängnissen zu entlassen. Und um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, verlangen wir als Linke von der Bundesregierung die Einstellung der Rüstungsexporte nach Ägypten und die Einstellung der sogenannten Sicherheitskooperation mit den ägyptischen Behörden. Es darf in diesem Sinne keine so fortgesetzte Zusammenarbeit mit der ägyptischen Regierung oder vielmehr mit der Diktatur von Sisi geben an dieser Stelle. Und deswegen, um das zu unterstreichen, haben wir für morgen am Dienstag um 12 Uhr eine Kundgebung vor dem Auswärtigen Amt angemeldet. Und dort werden unter anderem ägyptische Oppositionelle und Klimaaktivistinnen anwesend sein. Der Fotograf und Blogger Hossam al-Hamalawi wird dort reden, ebenso wie
der ägyptische Menschenrechtsanwalt Karim Abdelradi. Und ich lade Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein, die unter dem Motto auch der Kampagne steht, Free Allah. Allah ist einer derjenigen der 60.000 politischen Gefangenen, die derzeit sich im Hungerstreik befinden und der akut tatsächlich auch von dem Tod bedroht ist. Deshalb würde ich Ihre Aufmerksamkeit gern auf diese Veranstaltung morgen vor dem Auswärtigen Amt lenken. Kurz aber auch noch zur COP selbst, zu unseren Erwartungen an die Weltklimakonferenz. Ein Milliardär oder eine Milliardärin, also ein Mensch, der über ein Vermögen von 1 Milliarde verfügt, trägt zum Klimawandel bei wie 1 Million Menschen, die nichts besitzen, also 1 Million der armen Menschen. Der ökologische Fußabdruck der Superreichen führt uns direkt in die Klimakatastrophe. Die soziale Frage ist deshalb direkt mit der ökologischen Frage verbunden. Klimapolitik ist Klassenpolitik. Und in diesem Sinne würde ich das Wort gern an Didem weitergeben. Ja, hallo auch von mir. Zunächst einmal, kein einziges G7-Land wird das völkerrecht verbindliche Pariser Abkommen einhalten. Die deutsche Politik ist zudem noch verfassungswidrig. Mit Symbolhandlung schaffen wir unsere Klimaziele nämlich nicht. Der Umgang mit dem Thema Ernährung zeigt das symbolisch. Ein Blick auf die Agenda der COP zeigt zwar einen Tag, der sich explizit mit Adaption und Landwirtschaft beschäftigt, doch geht es dann anscheinend nicht um die Emissionen, die unsere Landwirtschaft produziert, sondern mehr im Vordergrund die Anpassung im globalen Süden und vermeintliche Technofixes. Das ist verantwortungslos und symbolisch für das Versagen unserer aller Anstrengungen. Die Tierindustrie in reichen Ländern trägt zu extremer Zerstörung bei. Die Tatsache, dass Weizenexporte jetzt als Erpressungsmittel stilisiert werden, das muss uns echt aufwecken. Das Menschenrecht auf angemessene Ernährung kann nur gesichert werden, wenn wir die Ursachen angehen. Wie wir hier produzieren und wie wir Lebensmittel weltweit verteilen, muss sich radikal verändern. Wir müssen resiliente, also widerstandsfähige und regionalisierte Nahrungsmittelversorgungen schaffen. Auch in Deutschland müssen wir über Anpassung und Notfallpläne sprechen. Drastische Reduzierungen der Treibhausgase können nur erreicht werden, wenn es nicht hauptsächlich um Profite geht. Deshalb braucht es eine Agrar- und Klimapolitik, die am Gemeinwohl ausgerichtet ist, an dem Ziel einer Zukunft ohne Hungern. Nun, eine Klimakonferenz in einem abgeschirmten Ort in der Wüste mit Coca-Cola als Hauptsponsor und politischen Gefangenen im Gefängnis wird die bisherige Politik nicht ändern. Grüner Kapitalismus ist ein Märchen. Es wird wieder zahlreiche Versprechen geben aus Politik und Wirtschaft, sogenannte Pledges, die dann neben alarmierenden Studien über die katastrophalen Folgen die Schlagzeilen bestimmen. Das ist zentraler Bestandteil der jährlichen Show, obwohl die Konsequenzen des Verdrängens täglich sichtbarer werden. Die Ergebnisse der Verhandlungen werden wieder abstrakte Bekenntnisse enthalten und wenig Konkretes. Der Status quo der Machtverhältnisse soll sich ja schließlich nicht ändern. Wir sind dementsprechend gespannt bezüglich der Ziele von Loss und Damages und Reparationszahlungen, sich um die Konsequenzen unseres imperialen Lebensstils zu kümmern, wäre ein absolutes Minimum moralisch. Verantwortliche, wissenschaftsbasierte Politik ist nämlich etwas anderes. Dass Akteure wie Bayer, Mars, McDonald's und PepsiCo jetzt einen Bericht präsentieren, in dem sie fordern, dass die Landwirtschaft sich schnell verändert, ist Realsatire. Insgesamt erweckt die Klimakonferenz wieder den Eindruck des kollektiven Versagens. Sie reiht sich damit in Jahrzehnte gescheiterter Klimapolitik ein. Mit einer Regierung, die weiterhin auf hohem Niveau Kohle abbaggert und verfeuert, personell gut vernetzt mit den Profiteuren der Zerstörung, treten wir nun in Ägypten an. Die schönsten Erklärungen stinken deshalb nur so von Doppelmoral. Wir fordern, dass Deutschland endlich Verantwortung übernimmt, damit aus der Klimakatastrophe keine Klimaapokalypse wird. Kredite bei Banken können nämlich zurückgezahlt werden, Kredite an der Natur nicht. Die Luft werden wir nicht einfach sauber bekommen. Wir können auch nicht so einfach Regen zaubern. Ein berühmter Klimawissenschaftler hat mal gesagt, dass der Unterschied zwischen 2 und 4 Grad Erderwärmung die Zivilisation sei.
Nun, die Natur verhandelt nicht. Zum Schluss möchte ich euch auf unsere Themenwochen aufmerksam machen. Eine Zukunft ohne Hungern. Alle Termine findet ihr auf unserer Webseite und genau da werden wir uns auch um das Thema Ernährung und Landwirtschaft und die dazugehörigen Emissionen kümmern. Ich danke euch. Dank. Dann besteht jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Bochum. Ja, zum Thema Klima. Also wenn Sie sagen, dass es eine Agrar- und Klimapolitik geben müsste, die am allgemeinen Wohl orientiert ist und dass es einen Grünkapitalismus nicht gibt, dass es ein Märchen ist, heißt das nicht, dass sich die Linken im Prinzip von der Klimapolitik komplett verabschieden, weil sie unterstellen ja damit, dass sozusagen innerhalb des bestehenden Systems eine vernünftige Klimapolitik nicht möglich ist. Die Linken sind nicht stark genug, ein anderes System durchzusetzen. Das heißt, dass sie heben einfach die Hände, oder? Naja, es gibt ja außer Preismechanismen noch andere Mechanismen, die man benutzen kann, um politische Ziele zu erreichen. Regeln sind ja außerhalb des Preismechanismus. Das heißt, man kann über die finanzielle Schiene, über das Elektroauto statt Benziner und so weiter nicht einfach weiter so machen. Das heißt gerade eben nicht, dass wir uns von der Klimapolitik verabschiedet haben, sondern dass sich alle, die versuchen, über den grünen Kapitalismus das durchzusetzen, dass die sich von der Klimapolitik verabschiedet haben. Die Wissenschaft ist da ganz eindeutig. Es gibt eine Kopplung von CO2-Emissionen und Treibhausgasen. Und da wird immer propagiert, dass es eine Entkopplung gibt. Dass es einmal, dass einerseits die Wirtschaft wachsen kann und andererseits aber die Emissionen runtergehen. Das ist in der Theorie, geht das, aber in der Praxis konnte bisher nur eine relative Entkopplung festgestellt werden und keine absolute Entkopplung. Das heißt, nicht wir sagen das, sondern das sagen Expertinnen und Experten. Wenn ich da vielleicht nochmal anknüpfen kann, ganz im Gegenteil, wir haben uns natürlich nicht von der Klimafrage in irgendeiner Form verabschiedet, sondern wir machen sie zu einem zentralen Bestandteil unserer Politik. Und für uns ist klar, dass es nicht nur zu einer Umverteilung in sozialen Fragen kommen muss, sondern ich habe ja deutlich gemacht anhand der Zahlen, die ich genannt habe und des ökologischen Fußabdrucks der Superreichen, dass es auch da zu einer Neusortierung der Ressourcen kommen muss. Wir denken da zuallererst an eine Verkehrswende in der Gesellschaft. Ich finde es unmöglich, dass zum Beispiel in Zeiten einer Energiekrise ungeahnten Ausmaßes Superreiche immer noch mit ihren Privatjets durch die Welt fliegen und das Klima verschmutzen einerseits oder die Umwelt verschmutzen und andererseits damit aber auch notwendige Ressourcen binden. Ich bin der Ansicht, dass wir uns den Lebensstil der Reichen nicht mehr leisten können, dass wir uns Reiche in dieser Gesellschaft nicht mehr leisten können. Und auch das muss Bestandteil der Verkehrswende sein, also ein Verbot von Privatflügen zum Beispiel. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme an dieser Stelle. Wir brauchen aber eine grundlegende Verkehrswende hin zu einer Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, Stärkung hin zum Schienenverkehr. Wir brauchen energetische Gebäudesanierung. Das hat ja erstmal nichts mit der Systemfrage zu tun, sondern da geht es darum, dass Wohnen nachhaltig ist. Und auch hier sehen wir wieder, dass vor allem diejenigen, die weniger Einkommen haben, die weniger Vermögen haben, häufig in Häusern wohnen, die eben nicht energetisch saniert sind. Da muss natürlich nachgebessert werden. Wir brauchen eine energetische Gebäudesanierung, wo aber vor allem auch die öffentliche Hand stützt, wo Vermieterinnen und Vermieter mit zur Verantwortung gezogen werden, zur Umweltverantwortung und wo nicht diejenigen, die sich gerade so die Miete leisten können, wenn überhaupt noch in den Städten, dann dafür aufkommen müssen, dass dieser Kurswechsel dort, der Systemwechsel dort erfolgt, sondern diejenigen, die etwas haben, also auch hier eine Umverteilungsfrage. Wir brauchen eine nachhaltige Industrie, selbstverständlich eine nachhaltige Industrieproduktion, wo die Zukunft der Standorte gesichert wird, mit der Zukunft der Arbeit, der Zukunft der Region und gleichzeitig mit der Klimaschutzfrage verbunden wird. Da sind wir weit von entfernt in Deutschland. Wir brauchen natürlich eine nachhaltige Landwirtschaft. Das, was da im Moment im Rahmen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik passiert, hat herzlich wenig mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens zu tun. Auch da muss es ein Umsteuern geben. Herr Schüttelbahn, eine Frage zum Bürgergeld und eine zu den Klimaaktivisten. Zum Bürgergeld, Sie haben eben die Kritik der Union daran als Schmutzkampagne gegen Arme bezeichnet. Aber was daran ist verwerflich, wenn die Union sagt, dass Empfänger von Niedriglöhnen am Ende nicht schlechter dastehen dürfen als beispielsweise BürgergeldempfängerInnen, die zufällig in einem Einfamilienhaus leben, soll es ja geben.
Das Zweite, die Klimaaktivisten und wiederum die Unionskritik an den jüngsten Vorkommnissen. Wie bewerten Sie Äußerungen aus der Union, diese Aktivisten in die Nähe von Terroristen zu rücken? Ich habe ja deutlich gemacht, dass ich es für absolut unredlich halte, diejenigen, die wenig haben, zum Beispiel Menschen, die im Niedriglohnbereich, im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, auszuspielen gegen diejenigen, die gar nichts haben, also die sich im Bereich der Grundsicherung befinden. Im Übrigen hat die Union dort in der Öffentlichkeit auch tatsächlich Statistiken verwendet, die einfach nicht zutreffend sind. Das ist auch im Nachhinein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern korrigiert worden, von der Union bislang noch nicht. Es ist einfach als ein Instrument genutzt worden, um die Menschen gegeneinander zu stellen. Ziel muss sein, dass es sowohl im Bereich derjenigen, die wenig verdienen, die Arbeit haben und wenig verdienen, zu Verbesserungen kommt, also zu Lohnsteigerungen kommt, damit die gut durch den Monat kommen, und gleichzeitig auch den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme, dass diejenigen, die im Moment keine Arbeit haben, die sich in Grundsicherung befinden an dieser Stelle, also von Hartz IV bislang abhängig sind und vielleicht in der Zukunft dann vom Bürgergeld, dass die so viel kriegen aus den sozialen Sicherungssystemen, und das Geld ist da, es ist nur ungerecht verteilt, ungleich verteilt in dieser Gesellschaft, dass die so viel kriegen, dass sie in Würde durch den Monat kommen und keine Angst vor Armut haben müssen. Und die zweite Frage, Bezug auf die Klimaaktivisten, ich nehme an, Sie zielen da vor allem ab auf die Aktivitäten der Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die ja relativ spektakulär auch sind, mit den, ich sag mal, Angriffen auf das Weltkulturerbe einerseits und andererseits aber auch das sich Festkleben im Straßenverkehr oder auch auf Flughäfen. Ich glaube, dass die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihren Aktionen vor allem ihrer Verzweiflung und auch ihrer Angst Ausdruck verleihen, dass sie keine Zukunft haben, dass es keine Zukunft auf diesem Planeten für die Menschen geben wird, wenn wir nicht jetzt aktiven Klimaschutz betreiben, in dem Sinne, dass tatsächlich zum Beispiel die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, so wie meine Kollegin Didem Aydemir ja auch ausgeführt hat, eingehalten werden können. Wenn das nicht passiert, dann sieht es für viele Weltregionen katastrophal aus. Dann blicken wir tatsächlich in eine klimapolitisch katastrophale Zukunft in einigen Weltregionen mit all den Konsequenzen, die das haben wird. Und deshalb dieser Aufschrei und deshalb auch mein Verständnis an dieser Stelle für die Wahl der Mittel. Ich persönlich würde andere Mittel wählen, um meinen Protest zum Ausdruck zu bringen. Ich bin im Übrigen großer Freund von Vermeers Bild, also die Frau mit dem Perlenohrring oder das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und ich finde auch schade, dass der Monet sozusagen angegriffen worden ist. Es sind wunderbare Bilder. An dieser Stelle, ich würde den Klimaaktivisten durchaus auch empfehlen, dann nochmal über die Wahl ihrer Mittel nachzudenken. Aber gleichzeitig natürlich jetzt unionsseitig das zu nutzen, um über auch wieder, wie ich finde, einen billigen Populismus darüber nachzudenken, dass die Aktivistinnen und Aktivisten mit Haftstrafen versehen werden sollen und so weiter, ohne sich wirklich mit der Kernfrage ihres Anliegens auseinanderzusetzen. Nämlich, wie kann effektiver Klimaschutz gelingen und gleichzeitig eine klimafeindliche Politik zu propagieren. Das halte ich für fatal, das halte ich auch wieder für unredlich an dieser Stelle von der Union. Und von daher, meine Sympathie gilt der Klimabewegung und ihren Anliegen. In der Wahl der Mittel würde ich gerne auch nochmal mit den Klimaaktivistinnen und Aktivisten selbst reden an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass tatsächlich deren Anliegen auch vernommen werden müssen und in gelingende Politik übersetzt werden müssen. Grenzen legitimen Protests gegen Klimapolitik, von woher auch immer, ziehen. Das ist ja jetzt gerade so der springende Punkt. Ab wann ist der Punkt erreicht, an dem auch Sie als Linke sagen würden, nee, da muss die Polizei jetzt doch härter zugreifen, möglicherweise brauchen wir doch Strafverschärfung, oder sagen Sie von vornherein, die Debatte läuft gerade völlig aus dem Ruder, weil die Proteste aus Ihrer Sicht möglicherweise nicht derart sind, dass sich jetzt die Frage stellt, sind Strafverschärfungen nötig oder ein härteres Durchgreifen? Nein, ich glaube tatsächlich, dass man erstmal auch den Dialog mit den Aktivistinnen und Aktivisten suchen muss, um tatsächlich ein gemeinsames politisches Verständnis zu schaffen. Und das scheidet ja völlig aus im Moment. Dieser Dialog wird nicht geführt. Und bevor man darüber nachdenkt, dass man die Aktivistinnen und Aktivisten in den Knast wirft, weil sie sich auf der Straße mit Klebstoff festkleben, sollte man doch versuchen, mit ihnen darüber zu reden, wie gelingender Klimaschutz auszusehen hat. Und ich glaube, das wäre der erste und auch der richtige Schritt an dieser Stelle. Wie gesagt, bei der Wahl der Mittel habe ich auch meine Zweifel, insbesondere bei den Angriffen auf das Weltkulturerbe einerseits oder andererseits. Natürlich verstehe ich auch diejenigen, die im Stau stehen, in Berlin oder in anderen Städten, weil sich Leute festkleben, so nicht zur Arbeit kommen. Das erhöht natürlich den Druck bei denen auch. Und deswegen sage ich, man muss über die Mittel reden, aber ziviler Ungehorsam
ist an der Stelle auch keine Straftat. Da muss man aufpassen, dass ziviler Ungehorsam auch immer noch Ausdruck des legitimen politischen Protestes sein muss. So reif muss eine Demokratie an der Stelle auch sein im Umgang mit Protest. Und deshalb jetzt danach zu schreien, dass die Leute, wie gesagt, mit Strafverfolgung irgendwie belangt werden sollen und in den Knast geworfen werden, das halte ich für Aktivismus oder Aktionismus seitens der Union, aber nicht für kluge Politik. Und Herr Wochen. Ja, eine kurze Nachfrage dazu. Würden Sie sagen, dass der Angriff auf das Weltkulturerbe eine Form des zivilen Ungehorsams ist? Und noch eine andere Frage. Sie haben vorhin gesagt, Sie, zumindest mittelfristig, plädieren Sie für eine Mindestsicherung von 1200 Euro. Ich nehme mal an, das ist netto gemeint. Wo ist denn da jetzt eigentlich noch der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen? Das sind zwei sehr gute Fragen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund davon, diese Bilder anzugreifen. Also persönlich, ob das ziviler Ungehorsam ist oder ob das schon strafrechtlich relevant ist, damit beschäftigen sich, glaube ich, auch die Leute, die dann dort vor Ort mit den Klimaaktivistinnen und Aktivisten irgendwie zugange gewesen sind. Die sind ja dann auch in Gewahrsam genommen worden. Ich glaube, darüber müssen an der Stelle tatsächlich andere befinden. Und was sozusagen unsere Forderung nach der Mindestsicherung der sanktionsfreien, nochmal Stichwort auch sanktionsfreien Mindestsicherung betrifft, das ist natürlich ein Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen. An dieser Stelle die Mindestsicherung oder sagen wir mal, das bedingungslose Grundeinkommen würde ja in weiten Teilen tatsächlich die sozialen Sicherungssysteme, so wie sie jetzt existieren und nicht nur die Grundsicherung, sondern zum Beispiel dann auch perspektivisch Renten und so weiter Systeme verändern. Das ist nicht unser Ziel bei der Einführung der sanktionsfreien Mindestsicherung, sondern da geht es darum, dass Arbeitslose Menschen an dieser Stelle oder andere, die sozusagen nicht genügend verdienen, mit der Grundsicherung oder Rentnerinnen und Rentner, die auch teilweise Anspruch auf Grundsicherung haben, so abgesichert sind, dass sie tatsächlich frei von Armut durch den Monat kommen. Gut, wenn ich jetzt keine weiteren Fragen sehe, möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Tschüss. Danke.